Hallo, liebe Freunde der Nachtgedanken. Die Zeitumstellung liegt hinter uns. Es ist abends länger hell. Deswegen bin ich jetzt aufgerufen, mein Rollo zuzumachen, weil sonst kann diese lächerliche Handykamera mich nicht filmen. Also haben wir das Rollo runtergemacht und haben ein kuscheliges Lichtlein angezündet. Und weil heute Montag ist, ein Tag, an dem kaum einer gute Laune hat, machen wir es nochmal mit Ritter Fips vom guten Alten. Gelle? Heinz Erhardt. Ritter Fips und das Team. Lag Ritter Fips im Bett und schlief, sein Schlaf war, wie man wusste, tief, befand am Ende von dem Bett sich stets ein Trio, ein Terzett, und dies bestand aus gutem Grund, aus Eule, Sittich und dem Hund. Die Eule, Wunder der Natur, sah alles gut im Dunkeln nur. Drum war ihr Nutzen nicht gering, falls jemand nachts durchs Zimmer ging. Der Sittich, das erstaunte jeden, vermochte wiederum zu reden und machte ihn die Eule wach, so dachte er nicht lange nach. Nein, er rief gleich, hier spricht der Sittich. Nun bell mal, blöder Hund, ich bitt dich. Und schon ertönte, man war baff, ein aufgeregtes Waff, Waff, Waff. Und der Effekt? In Eile nahm der Feind den Weg, auf dem er kam. Schlussfolgerung. Die Teamarbeit ist, siehe oben, stets zu empfehlen und zu loben. Ritter Fips und sein Sekretär, Teil 1. Herr Fips gehörte zu der Sorte von Rittern, denen manche Worte, wenn sie dieselben schreiben sollten, nicht richtig von der Feder wollten. So hielten beispielsweise diese kaum stand der strengen Expertise. Triumph und Trumpf, Fips konnte die beiden Vokabeln schwer nur unterscheiden. Mal schrieb er Triumph mit P und H, mal stand Triumph mit PF da. Das wurmte ihn. Drum suchte er und fand bald einen Sekretär, der, um nicht diese Worte bloß, ganz deutlich schrieb und fehlerlos. Schlussfolgerung? Ein Sekretär ist auch noch jetzt und sei es als Möbel hochgeschätzt. Teil 2. An einem Morgen sprach Herr Fips zu seinem Sekretär, da, Tipps. Das habe ich heute Nacht erdacht und mühsam zu Papier gebracht. Dann heft es in ein Heft hinein, es soll meine Laudatio sein. Und wie dies Machwerk nun gewesen, ist hier im Folgenden zu lesen. Eine Laudatio auf den Ritter Fips von Fipsenstein, vom Ritter Fips von Fipsenstein. Ich bin der gute Ritter Fips. Ich bin selbst und höchst persönlich. Mein Aug ist blau, mein Schwert ist scharf, an mir ist nichts gewöhnlich. Ich kam zur Welt und bin nun hier zum Essen und zum Trinken. Am liebsten trinke ich helles Bier und ess am liebsten Schinken. Ich bin der treue Ritter Fips, voll Sanftmut und voll Güte. Dass ich mal tu, was sich nicht schickt, das kommt nicht in die Tüte. Den Reichen nehme ich Geld und Blut, hab manchen schon begraben. Den Armen aber bin ich gut, weil die ja doch nichts haben. Ich bin der edle Ritter Fips, bin stolz, gerecht und mutig. Und nur wenn ich sehr wütend bin, nur dann gerade in Wutig. Nach Heldentaten steht mein Sinn und auch nach klugen Werken. Dass ich ein bisschen dämlich bin, das ist fast nicht zu bemerken. Schlussfolgerung? Man sollte selber was verfassen, über sich selbst, wenn's andere lassen. Und zum Schluss noch Ritter Fips und ein Wochenprogramm. Am Montag, noch auf weicher Daune, litt Ritter Fips an schlechter Laune. Das war an sich nicht ungewöhnlich, den anderen Rittern ging es ähnlich. Am Dienstagmorgen war der Ritter bei Nachbarsleuten Babysitter. Das Kind war 17 und hieß Magda, Herr Fips blieb gleich den ganzen Tag da. Am Mittwoch zahlte er mit Mühe auf einer Wiese seine Kühe, dann legte er sich müde nieder ins Gras und sah auch Magda wieder. Am Donnerstag saß Fips im Garten und spielte dort mit Magda Karten, wobei ihm bald ein Nullspiel glückte, weil er geschickt die Dame drückte. Am Freitag gab's, was Fips nicht mochte, gebratene Fische und gekochte. Drum schlich er sich mit leerem Magen zu Magda, wo die Schinken lagen.
Am Samstag ritt auf stillen Wegen ins grüne er, und das bei Regen. Er freute sich an Flor und Fauna und dann an Magda in der Sauna. Am Sonntag ging, für alle Fälle, der Ritter in die Schlosskapelle. Er kniete, dachte nach und lag da, doch das natürlich ohne Magda. Schlussfolgerung: Man soll stets gut den Werktag nutzen und sonntags seine Seele putzen. Ja, dann hoffe ich mal, dass vor euch und uns eine gute Woche liegt. Sie ist ja ein bisschen kürzer, auch wenn wir am grünen Donnerstag arbeiten müssen. Aber Karfreitag ist Schicht im Schacht, da macht keiner was. Und ich wünsche euch für heute eine gute Nacht.